Herr Anger, schaut nach. Diese Zigarette hier, diese Zigarette von mir, erinnert mich an Yves Saint Laurent. Ich habe gestern Abend Yves Saint Laurent gesehen im WDR. Sensationell. Ja. Ja, ganz diskrete Kamera, weit weg von ihm, ja, durfte nicht ran. Und es war absolut sensationell, weil Yves Saint Laurent saß da in seinem Atelier in Paris, ja, so, sitzt so da, so. C'est très joli. C'est très joli. C'est très, très joli. Und unglaublich tolle Models, ja? Ja, überwiegend Afrikanerinnen, die sich auch völlig ungezwungen ausziehen, ja, und neue Blusen anprobieren und alles läuft völlig geräuschvoll. Das ist mal was für euch, deutsche Modeschwuchteln. Ja, es gibt kein Getöle, es gibt kein Gekreische, es gibt kein, ach, der Schal und so weiter. Es läuft geräuschlos ab. Die Assistentinnen und die Näherinnen und alle geräuschlos um ihn rum. Und dann sagt er zu den Models, c'est très, très joli. Und das Model sagt, merci, monsieur. Oh. C'est très joli. Cette blouse-là, c'est très joli. Der große Yves Saint Laurent. Dann stand er auf und hat sich ein Model angeguckt. Und da war das Tolle. Yves Saint Laurent raucht mit Hand auf dem Rücken. Er ging so ran, um sich einen Saum anzugucken und hielt die Zigarette so. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil das musst du natürlich drauf haben. Verstehen Sie? Sonst schmoren sich hinten selber an. C'est très, 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 très joli. C'est très, très joli. C'est très joli. Ah, c'est très joli. Dann ging die Assistentin raus. Sie haben alle Französisch gesprochen, war Untertitel. Das war toll gemacht. Ja. Und dann hat sie gesagt, mit Untertiteln, das kriegt er jetzt gezeigt, ob es ihm gefällt oder nicht. Und da merkte ich, auch der große Yves Saint Laurent nervt sein Team. Aber dann wieder, oh, c'est blanc, c'est tout blanc, c'est joli. Aber völlig geräuschlos. Jeder wusste schon, was er als nächstes toll findet und was nicht. Und dann diese Hüte, brachte einen Hut, für mich sensationeller, toller Hut. Non, c'est pas joli. Oder das Feuerzeug hast du nicht gesehen. Also jeder Deutsche, der mal irgendwie zwei Schnürsenkel erfunden hat, hat so einen Flammenwerfer. Ja? Kein Gekreische, nichts, kein Getöle, keine Tucke, die irgendwo hinten ach macht und weil sie mal Knöpfe bringen darf. Nichts! Waren überhaupt nur zwei Männer, er ein Assistent, der überwiegend aber auch ziemlich so mit einem wahnsinnigen Ring am Tisch saß. Und, ui. Und ansonsten Frauen. Sehr gut. Die geräuschlos alles. Wer ist krank heute? Keiner. Geh mal latt. Keiner. Keiner? Keiner. Erstmals. Keiner. Keiner. Kein Kranker. Toll. Vorbildlich. Ja. Thema heute war Ostern, Neid und ich mache das Kürzel YSL. Wow. Yves Saint Laurent. Hatte ich mal auf dem Socken stehen früher. Habe ich aber nicht mehr gekauft, die waren gleich kaputt. Ja, ich habe festgestellt, dass Yves Saint Laurent Socken gegen Zehennägel, die so lange sind, keine Chance haben. Oh. C'est bon. Merci, monsieur. Toll. Merci, monsieur. Jean.